Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! Das war wieder ein toller Song, nicht wahr? Und nun noch eine Meldung zu dem Film Die Außerirdischen, der heute Abend im Park gezeigt wird. Die Vorstellung ist total ausverkauft. Tut uns leid. Oh nein, den wollte ich unbedingt sehen. Für die Glücklichen unter euch, die noch eine Karte ergattert haben, der Film beginnt um Punkt 20 Uhr. Zur Einstimmung nun die Band Die Kometen mit ihrem Song Die Männer vom anderen Stern. Das ist zu schade. Ich weiß, dass es alles Unsinn ist, aber ich liebe diese Science-Fiction-Filme. So, und damit bist du fertig. Und jetzt lass uns die Getreidefelder ansehen, ob wir schon ernten können. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Fabelhaft! Sieht aus, als könnte das Getreide schon bald geerntet werden. Ach, so eine dämliche Wespe. Wo war ich? Ach ja, beim Ernten. Zisch ab! Wir machen uns vom Acker. Komm, großer Blauer. Weg mit dir! Ach, raus hier! Lass mich zufrieden. Autsch. Oh, Vorsicht. Oh Mann. Das war knapp. Uff, gut gemacht, großer Blauer. Oh nein. Sieh nur. Sieh dir mein geliebtes Getreidefeld an. Ich glaube, es ist besser, wir mähen dieses Feld gleich. Ich möchte wirklich nicht, dass jemand dieses Chaos sieht. Komm, lass uns Ernte holen. So, da sind wir. Perfekt. Genau richtig gemäht zu werden. Komm, kleiner roter Traktor, lass uns zum Gutshof und fragen, ob wir uns Ernte ausleihen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ernte. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass irgendjemand mein Feld in diesem Zustand sieht. Ach, dieser verflixte Reporter. Oh, wie aufregend. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Oh, jetzt macht er auch noch Fotos davon. Ich muss mir ganz schnell was einfallen lassen. Oh, dieser Bericht kommt bestimmt auf die erste Seite. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Ist das Ihr Feld? Nun, ja. Wissen Sie, was da passiert ist? Ich, nein. Ich habe es heute Morgen so vorgefunden. Tatsächlich? Ja, Landstreicher. Es müssen Landstreicher gewesen sein, die alles zertrampelt Unsinn. Haben. Unsinn. Sehen Sie doch die Größe der Spuren. Vielleicht hatten sie besonders große Füße? Das waren Außerirdische. Die einzig mögliche Erklärung. Sie sind gelandet und haben diese wundervollen Kreise im Feld hinterlassen. Nun ja, also oh, das ich denke, müssen Sie sich von oben ansehen. Das muss einfach umwerfend von oben aussehen. Holen Sie eine Leiter und sehen Sie sich aber an. Aber ich... Die Leute werden von überall herkommen, um das zu sehen. Sie werden gutes Geld dafür zahlen. Geld? Na sicher, aber was das Wichtigste ist, ich habe damit eine super Geschichte für meine Zeitung. Das ist eine Riesensensation. Meine Geschichte wird in aller Munde sein. Ernter ist nirgendwo zu sehen. Ich vermute, Herr Junker ist selbst mit ihm aufs Feld zum Mähen. Na gut, dann müssen wir eben irgendetwas anderes machen. Was hältst du von einer gründlichen Wäsche und einer tollen Politur? Waren Wege des Herzens von Roland Weich und den Pochpochs. Und nun ein aktueller Beitrag. Hallo. Hä? Kommen Sie und staunen Sie über das an ein Wunder grenzende Ereignis. Für ein kleines Entgelt bekommen Sie die Gelegenheit, sich die Kreise im Kornfeld anzusehen, die Außerirdische mit ihren Raumschiffen hinterlassen haben. Herr Junker? Kommen Sie zum großen Feld hinter dem Gutshof und lassen Sie sich auf etwas Außerirdisches ein. Schecks sind auszustellen auf Herrn Junkers Abenteuer. Kinderhalber Preis. Herr Junker übernimmt keinerlei Haftung bei Nichtgefallen. Und nun... Kreise im Kornfeld? Außerirdische? Was ist denn in Herrn Junker gefahren? Das sollten wir uns mal ansehen, kleiner roter Traktor. Komm, los geht's! Das glaube ich einfach nicht.
Das ist umwerfend. Hier ist wirklich ein Raumschiff gelandet. Es muss riesengroß gewesen sein. Sieh dir das mal an. Ich werde versuchen, heute Nacht wach zu bleiben, für den Fall, dass sie nochmal zurückkommen. Ja. Oho, Elsie. Also ich muss sagen, ich bin ganz aus dem Häuschen. Ehrlich, Sie verpassen eine Sensation, Nicola. Unglaublich, dieser Anblick. Wissen Sie, ich glaube nicht an diese Raumschiffe. Es wird sich eine ganz normale Erklärung dahinter verbergen. Nun, das ist Ihre Meinung. Ah, da kommt Jan. Ich bin sicher, er wird nicht daran zweifeln. Wir haben Sie gerade im Radio gehört, Herr Junker. War ich nicht fabelhaft? Was ist das für eine Geschichte mit diesen Außerirdischen? Das hättest du jetzt nicht fragen dürfen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Das Eintrittsgeld, bitte. Rausgeworfenes Geld. Für so etwas kann man normalerweise nicht genug verlangen. Sie schon. Also, das sieht für mich wie Reifenspuren von einem Traktor aus. Nein, das sind Raumschiffspuren. Fragen Sie doch Fritz. Fritz ist Experte für solche Angelegenheiten. Ja, das sind zweifellos Spuren der Raumschiffe von Außerirdischen. Und sie werden mit Sicherheit wiederkommen. Die kommen wieder? Oh, die kommen wieder? Ja, nach meiner Erfahrung geschieht alles zweimal. Ich würde mich jetzt auf das Nachbarfeld konzentrieren. Morgen früh werden dort die gleichen Spuren sein. Oh nein. Morgen früh? Das bedeutet, die Außerirdischen werden heute Nacht auf diesem Feld landen? Also muss ich... Ich meine, was ich sagen will, ist... heute Nacht werden neue Spuren entstehen. In der Tat. Oh, in was für eine Lage habe ich mich dann nur gebracht. Mann, die Gelegenheit darf ich nicht verpassen. Nicola, ich kann leider nicht mit dir ins Kino gehen. Mir ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Ach, Papst, ich... Hab mich so darauf gefreut. Geht es um den Film, der im Park läuft? Ich komm gern mit dir. Wirklich, Jan? Das finde ich toll. Das finde ich auch. Sollen wir dich so gegen 7:30 abholen? Na wunderbar. Sagen Sie, Fritz, wenn das zweite Raumschiff landet, macht es dann dasselbe Muster im Feld? Oh nein, Walter. Normalerweise viel größere. Oh nein. Das ist die Chance, ein Raumschiff von Außerirdischen zu sehen. Ach, Sie, Walter. Fritz? Oh, was machen Sie hier? Ich möchte dieses Raumschiff sehen. Ich auch, Walter. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wir können hier doch auch gemeinsam warten. Wer weiß, wann das Raumschiff landen wird. Genau, ja. Ich hatte bisher noch nie einen Film in einem Freilichtkino gesehen. Es war toll. Auch wenn einiges ein bisschen weit hergeholt war. Außerirdische? Eine Stulle? Oh, danke. Was war das? Das? Käse mit Gürkchen. Nein, merken Sie es nicht. Doch, ja, Käse mit Gürkchen. Ich meine nicht das Brot. Die Erde bebt und dieses Geräusch. Oh ja. Oh, ich weiß, was Sie meinen. Fritz, diese Raumschiffe, wie groß sind die? Ich habe keine Ahnung. In Natur habe ich noch keins gesehen. Oh, ich dachte, Sie wären ein Experte. Da ist nämlich eins. Walter! Es kommt direkt auf uns zu. Ich hau ab. Warten Sie auf mich. Aber erst noch ein Foto. Eigenartig. Diese Lichter, die sehen genauso aus wie in dem Film. Hey, loslassen, das ist meine Kamera. Meine, Sie haben die vertauscht. Weg hier! Oh, meine Augen! Was ist da los? Hören Sie doch auf damit. Was, ich? Fahr los, kleiner roter Traktor. Retten Sie mich! Ja. Vorsicht! Oh. Wer ist denn da? Herr Junker? Herr Junker, Sie sind also ein Außerirdischer? Ich, nein, ich kann es erklären. Was geht hier bitte vor? Ah, also haben Sie diese Kreise im Kornfeld gemacht? Es war mehr ein Zufall. Zuerst war da... Einen Moment mal, zuerst das Wichtigste. Ist niemandem etwas passiert? Oh, ja, alles prima. Ich bin geschockt. Ich glaube, mir geht es auch gut. Wer fragt denn Sie? Jetzt hören Sie mal zu. Sie haben doch schließlich mit dem hirnverbrannten Zeug angefangen. Hirnverbrannt? Ich dachte, diese Kreise wären echt. Es ist alles Ihre Schuld. Hört mal. Das Wichtigste ist doch, dass niemandem etwas passiert ist. Ja, dank dem kleinen roten Traktor. Wäre er nicht gewesen, hätte uns sicher der große Blaue angefahren. Ah, ja. Das ist es. Das ist meine Titelgeschichte. Oh, ich sehe sie schon vor mir. Raumschiffliebhaber vor bösartigen Bauern gerettet. Oh nein. Von einem mutigen Traktor. Lasst uns ein Foto machen und lächeln. Moment mal, das ist meine Kamera. Was,
Was machen Sie hier? Ich möchte dieses Raumschiff sehen. Ich auch, Walter. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wir können hier doch auch gemeinsam warten. Wer weiß, wann das Raumschiff landen wird. Genau, ja. Ich hatte bisher noch nie einen Film in einem Freilichtkino gesehen. Es war toll. Auch wenn einiges ein bisschen weit hergeholt war. Außerirdische? Eine Stulle? Oh, danke. Was war das? Das? Käse mit Gürkchen. Nein, merken Sie es nicht. Doch, ja, Käse mit Gürkchen. Ich meine nicht das Brot. Die Erde bebt und dieses Geräusch. Oh ja. Oh, ich weiß, was Sie meinen. Fritz, diese Raumschiffe, wie groß sind die? Ich habe keine Ahnung. In Natur habe ich noch keins gesehen. Oh, ich dachte, Sie wären Experte. Da ist nämlich eins. Walter, es kommt direkt auf uns zu. Ich hau ab. Warten Sie auf mich. Aber erst noch ein Foto. Eigenartig. Diese Lichter, die sehen genauso aus wie in dem Film. Hey, loslassen, das ist meine Kamera. Meine, Sie haben die vertauscht. Frankie! Oh, meine Augen. Was ist da los? Hören Sie doch auf damit. Was, ich? Fahr los, kleiner roter Traktor. Retten Sie mich. Vorsicht. Wer ist denn da? Herr Junker? Herr Junker? Sie sind also ein Außerirdischer? Ich, nein, das ist, ich kann es erklären. Was geht hier bitte vor? Ah, also haben Sie diese Kreise im Kornfeld gemacht? Es war mehr ein Zufall. Zuerst waren da... Einen Moment mal, zuerst das Wichtige. Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor. Los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor. Los geht's! Das war wieder ein toller Song, nicht wahr? Und nun noch eine Meldung zu dem Film Die Außerirdischen, der heute Abend im Park gezeigt wird. Die Vorstellung ist total ausverkauft. Tut uns leid. Oh nein, den wollte ich unbedingt sehen. Für die Glücklichen unter euch, die noch eine Karte ergattert haben, der Film beginnt um Punkt 20 Uhr. Zur Einstimmung nun die Band Die Kometen mit ihrem Song Die Männer vom anderen Stern. Das ist zu schade. Ich weiß, dass es alles Unsinn ist, aber ich liebe diese Science-Fiction-Filme. So, und damit bist du fertig. Und jetzt lass uns die Getreidefelder ansehen, ob wir schon ernten können. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Fabelhaft! Sieht aus, als könnte das Getreide schon bald geerntet werden. Ach, so eine dämliche Wespe. Wo war ich? Ja, beim Ernten. Zisch ab! Wir machen uns vom Acker. Komm, großer Blauer. Weg mit dir! Ach, raus hier! Lass mich zufrieden. Autsch. Oh, Vorsicht. Oh Mann. Das war knapp. Gut gemacht, großer Blauer. Oh nein. Sieh nur. Sieh dir mein geliebtes Getreidefeld an. Ich glaube, es ist besser, wir mähen dieses Feld gleich. Ich möchte wirklich nicht, dass jemand dieses Chaos sieht. Komm, lass uns Ernte holen. So, da sind wir. Perfekt. Genau richtig gemäht zu werden. Komm, kleiner roter Traktor, lass uns zum Gutshof und fragen, ob wir uns Ernte ausleihen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ernte. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass irgendjemand mein Feld in diesem Zustand sieht. Dieser verflixte Reporter. Oh, wie aufregend. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Oh, jetzt macht er auch noch Fotos davon. Ich muss mir ganz schnell was einfallen lassen. Oh, dieser Bericht kommt bestimmt auf die erste Seite. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Ist das Ihr Feld? Nun, ja. Wissen Sie, was da passiert ist? Ich, nein. Ich habe es heute Morgen so vorgefunden. Tatsächlich? Ja,
Landstreicher. Es müssen Landstreicher gewesen sein, die alles zertrampelt Unsinn. Haben. Unsinn. Sehen Sie doch die Größe der Spuren. Vielleicht hatten sie besonders große Füße? Das waren Außerirdische. Die einzig mögliche Erklärung. Sie sind gelandet und haben diese wundervollen Kreise im Feld hinterlassen. Ja, also oh, das denke, müssen Sie sich von oben ansehen. Das muss einfach umwerfend von oben aussehen. Holen Sie eine Leiter und sehen Sie sich's aber an. Aber ich... Die Leute werden von überall herkommen, um das zu sie sehen. Meinen, sie werden gutes Geld dafür zahlen. Geld? Na sicher, aber was das Wichtigste ist, ich habe damit eine super Geschichte für meine... Ah, da kommt Jan. Ich bin sicher, er wird nicht daran zweifeln. Wir haben Sie gerade im Radio gehört, Herr Junker. War ich nicht fabelhaft? Was ist das für eine Geschichte mit diesen Außerirdischen? Das hättest du jetzt nicht fragen dürfen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Das Eintrittsgeld, bitte. Rausgeworfenes Geld. Für so etwas kann man normalerweise nicht genug verlangen. Sie schon. Also, das sieht für mich wie Reifenspuren von einem Traktor aus. Nein, 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 das sind Raumschiffspuren. Fragen Sie doch Fritz. Fritz ist Experte für solche Angelegenheiten. Ja, das sind zweifellos Spuren der Raumschiffe von Außerirdischen. Und sie werden mit Sicherheit wiederkommen. Die kommen wieder? Oh, die kommen wieder? Ja, nach meiner Erfahrung geschieht alles zweimal. Ich würde mich jetzt auf das Nachbarfeld konzentrieren. Morgen früh werden dort die gleichen Spuren sein. Oh nein. Morgen früh? Das bedeutet, die Außerirdischen werden heute Nacht auf diesem Feld landen? Also muss ich... Ich meine, was ich sagen will, ist, heute Nacht werden neue Spuren entstehen. In der Tat. Oh, in was für eine Lage habe ich mich dann nur gebracht. Mann, die Gelegenheit darf ich nicht verpassen. Nicola, ich kann leider nicht mit dir ins Kino gehen. Mir ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Ach, Paps, ich hab mich so darauf gefreut. Geht es um den Film, der im Park läuft? Ich komm gern mit dir. Wirklich, Jan? Das finde ich toll. Das finde ich auch. Sollen wir dich so gegen 7:30 abholen? Na wunderbar. Sagen Sie, Fritz, wenn das zweite Raumschiff landet, macht es dann dasselbe Muster im Feld? Oh nein, Walter, normalerweise viel größere. Oh nein. Das ist die Chance, ein Raumschiff von Außerirdischen zu sehen. Ach Sie, Walter. Was, Fritz? Oh, was? Zeitung. Das ist eine Riesensensation. Meine Geschichte wird in aller Munde sein. Ernter ist nirgendwo zu sehen. Ich vermute, Herr Junker ist selbst mit ihm aufs Feld zum Mähen. Na gut, dann müssen wir eben irgendetwas anderes machen. Was hältst du von einer gründlichen Wäsche und einer tollen Politur? Waren Wege des Herzens von Roland Weich und den Pochpochs. Und nun ein aktueller Beitrag. Hallo. Hä? Kommen Sie und staunen Sie über das an ein Wunder grenzende Ereignis. Für ein kleines Entgelt bekommen Sie die Gelegenheit, sich die Kreise im Kornfeld anzusehen, die Außerirdische mit ihren Raumschiffen hinterlassen haben. Herr Junker? Kommen Sie zum großen Feld hinter dem Gutshof und lassen Sie sich auf etwas Außerirdisches ein. Schecks sind auszustellen auf Herrn Junkers Abenteuer. Kinderhalber Preis. Herr Junker übernimmt keinerlei Haftung bei Nichtgefallen. Und nun... Kreise im Kornfeld? Außerirdische? Was ist denn in Herrn Junker gefahren? Das sollten wir uns mal ansehen, kleiner roter Traktor. Komm, los geht's! Das glaube ich einfach nicht. Das ist umwerfend. Hier ist wirklich ein Raumschiff gelandet. Es muss riesengroß gewesen sein. Sieh dir das mal an. Ich werde versuchen, heute Nacht wach zu bleiben, für den Fall, dass sie nochmal zurückkommen. Ja. Oho, Elsie. Also ich muss sagen, ich bin ganz aus dem Häuschen. Ehrlich, Sie verpassen eine Sensation, Nicola. Unglaublich, dieser Anblick. Wissen Sie, ich glaube nicht an diese Raumschiffe. Es wird sich eine ganz normale Erklärung dahinter verbergen. Nun, nein, das ist Ihre Meinung.